Los. Hallo und herzlich Hey! willkommen zurück zur neuen Folge. Let's Play Minecraft. Ja, bin auch endlich wieder dabei. Und ich töte jetzt Ja. alle deine Hühner. Wir. Was willst du dagegen tun? Dich töten. Da ist Schnee vergessen. Interessantes Schwein. Ach ja, wir haben ja heute noch Besuch. Als hättest Ich du das Hallöchen erstmal. vergessen. Und, was ist denn mit diesem Schwein? Wo hast du die Eier? Ich habe keine Eier. Du hast ja gerade Hühnchen, du warst ja gerade bei den Hühnchen, also musst du ja irgendwo Eier haben. Ach, Hühnereier. Ja, die habe ich in meiner Tasche. Ja, ungefähr. Meinst du die da? Ja. Ja, hopp. Kriegst jetzt jede 5 Minuten eins. Du kannst auch jede Sekunde von mir einen Schwertschlag haben, wenn du es lieber hast. Das war's. Knochenmehl? Mehr habe ich nicht. Knochenmehl? Interessant. Der liegt hinter dir. Ja, ihr Ah. beiden Süßen. So, ich würde sagen, dass Laura dann mal Das hier willst du zuschaut. nicht mitnehmen. Was? Das, was da liegt. Bist so doof. Hol mal Sinnschuh her. Da ist er. Wollte gerade sagen, du hast gar kein Gewicht. Ah, das ist Sinnschuh. So, ich guck mich hier einfach erstmal ein bisschen um. Sind hier die Möbel? Ja. Ah, okay. Sinju braucht ein Gut, Bett. das hat sich damit erledigt. Wir sind quasi noch am Anfang. Sinju braucht ein Bett. Ja, mach Von eins. euch beiden schon jemand Leder? Guck mal, Leder? der Lederstiefel an. Wer hat mich geschlagen? Wer war das? Sinju. Das ist Sinju. Oh Hier geht rechts vor dir. Verschwinde. Es ist pure Gewalt, sowas. Das geht gar nicht. Ich gehe jetzt hier einfach. Tschüss, schön was. So. ja, ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen was besorgen hier mal. Was willst du denn besorgen? Ein bisschen Holz und sowas, dass ich mal ein bisschen was hier Holz haben machen wir. kann. Wie viele Holz haben wir denn überhaupt noch? Weiß ich nicht. Wenn nicht, dass ich euch jetzt was wegklaue, was ihr braucht. Nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Ist ja nicht so, müssen wir noch ein Haus bauen oder so. Wie viel Holz haben wir denn eigentlich? Ja, das habe ich dich doch Ah! gefragt. Ah ja, hier haben wir 10 mal Zedernholz, Black Kauri, Akazienholz, Eichenholz 22 und viele Setzlinge müssen wir mal irgendwie die Bäume setzen oder so. Ja, mach das doch. Hätte ich keiner von ab. Ja, also sind schon hier haben wir Eisen drin. Eisen und hier sind Stickies drin, da kannst du hier mal so Ja, vor allen Werkzeuge Dingen mal ein machen. bisschen Werkzeug, genau. Das wäre mal nicht schlecht. Interessant, interessant, was da schon alles da ist. Apropos, komm, wir holen dir mal ein Pferdchen. Ein Pferd. Ja, aber damit kannst du noch nicht reiten. Also, da hinten sind noch mehr Pferde. Ich hoffe, du hast kein Problem mit dem schwarzen Pferd. Überhaupt nicht. Vorsicht, pinkes Schaf, gefährlich, ne? Ja, da musst du echt drauf aufpassen. Die können einfach so in die Luft gehen.
Da ist das Pferd. Und da hinten ist ein Tiger. Also aufpassen, okay? Bestimmt Öl, ne? Das ist Öl, ja. Und das Teil da ist ein Tiger. Der ist gefährlich. Das Teil da ist ein Tiger. Nein. Nicht zu übersehen, dass es ein Tiger ist. Also, du machst rechts, liegt mit der Lernhand auf das Pferd und dann kannst du das Pferd zähmen. Ich hol kurz den Sattel. Damit Muss es. aber halt immer wieder mal drauf. Ja, Bis das das. Herz steigen lässt. Bis das Herzchen steigen lässt, genau. Oh. Ja, bist ja ein guter Gaul. Und ich bringe dir einen Sattel mit, damit du das Pferd auch gleich reiten, damit du das Pferd gleich in den Stall bringen kannst. Pferd hier. Ja. Hier, hast du einen Sattel. Mit Steuerung kann man, glaube ich, absteigen oder so. Ja, ich denke schon. Jetzt musst Wenn wir du. Steuerung oder Shift. Jetzt musst du so in die Ding gehen, in die Shift drücken. Noch hier. Zack. Shift. Damit du so in die Hocke gehst. Und dann kannst du dem Pferd einen Sattel geben und dann kannst du es reiten. Einfach ganz normal aufsteigen, wie sonst immer rechts liegt. So. Ich streiche jetzt schon den Sattel. Dein Pferd rennt weg. Welches? Ah, gut. So, jetzt zum Stall, in den Stall bringen. In das Pferdegehege. Hier drüben. Mal hier mal. Ist ein guter. Und wieder absteigen. Gut. Wenn Sattel, dann können wir ja eigentlich auch wieder. Nicht. So, jetzt. Genau. Gut, ja, dann will ich mir jetzt mal ein bisschen mal Werkzeug mal craften. Also, falls du zu den Hühnchen reingehst, aufpassen, nicht dass die abhauen, ne? Die Hühnchen? Hier drin, oder was? Die Hühnchen, die sind doch da, da drüben in dem anderen Gehege da, da ist doch Hühnchen drin. Wobei, du kannst ja gleich noch eine Rüstung aus Eisen machen, das bräuchst du auch. Auch demnächst noch wieder eine Eisrüstung machen. Okay, dann fange ich schon mal an hier. Was aber ganz wichtig ist, ist, du bräuchtest ein Bett im Haus. Ja, das wäre echt wichtig. Weil wenn nicht der Tiger frisst, dann bist du wieder am Spawn. Alles klar. Darum brauchst du ein Bett, damit änderst du deinen Spawn. So. Diesen professorischen Pferdestall, den ich gebaut habe, reiße ich jetzt auch gerade mal ab. Falls du Essen brauchst, sprich mit Laura. Alles klar. Nur bis jetzt sieht es eigentlich noch ganz gut aus dem Futter. Ich habe es schon gesehen. Da gibt es ja auch. Glaub mir, das kann sich ja relativ schnell ändern. Was? Dass es mit dem Futter gut aussieht. Ja.
Ich sag's mal so, du hast ja rechts die Rezepte, falls du irgendwas nicht findest. Oh, dann haben wir ja. Wo kommt denn der? Es ist doch, tja, es ist doch. Sag mal, wo sind denn die Ananassamen? Ah, hab's ja. Schatzi, könntest du vielleicht mal einfach bitte eine Brücke bauen? Nee, ich finde es so viel cooler. Nein, es. Was sprichst du denn dagegen? Ich baue jetzt eine Brücke. Aber baue wenigstens eine schöne Brücke. Wenn ich damit nicht zufrieden bin, baue ich sie wieder ab, ne? Was hast denn du gegen die Sprungdinger? Guck mal, wie schnell du drüben bist. Ey! Bau das Ding wieder hin. Ich hab's doch gar nicht. Bau's hin. Ich hab's doch gar nicht. Bau's hin. Ich hab doch gar nichts. Bau's hin. So, was jetzt? Ja, gegen mein Brot stinkst du ab. Also baus hin. Ich habe was viel Heftigeres. Genau hier. Da. Bau hin. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So, ich brauche Baumsetzlinge. Eichen. Am besten Eichen. Ja. Wolltest du eine Stinker bauen? Ja, doch, 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 bald, 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 bald. Ja, auch ein bisschen blöd, ey. Was habe ich denn da getrieben? Wie viele Setzlinge brauche ich, um einen Mammutbaum zu pflanzen? 4, oder? 4. Weiß ich nicht, ich habe einen Mammutbaum selber noch nicht gepflanzt. Hast du genug Knochenmehl? Ja, Knochenmehl habe ich genug. Pass auf, dann komm mal mit. Wo bist denn du? Hier hinten. Wohin? Norden, Norden. Ey, ich habe keine Minimap! Wieso hast du keine Minimap? Schatzi, ich habe keine Minimap. Wieso habe ich keine Minimap? Weiß nicht. Pass auf, du kannst ganz schnell rausfinden, wie viele du brauchst. Ja, wie denn? Guck mal. Hier geht's nicht. Warum nicht? Hier ist der Platz für die Mine. Was für eine Mine? Nicht die Mine, hier kommt der Ofen hin. Hier? Ja, hier. Ja, wäre so ein Ofen. Wäre so ein Ofen im Mammutbaum nicht geil? Nein. Warum nicht? So eine richtig schöne Schmelze im Baum. In so einem riesen gigantischen Baum. Nein. Du hast keinen Geschmack. Sag doch einfach mal. Okay, wohin dann? Ja, sag du es mir. Das erfrage ich hier. Hierhin. Wo die Truthähne sind. Truthähne? Hier oben, hinter dir. Ja, ich weiß.
Sind da mehr als ein Truthähne? Nee, hier ist nur ein Truthähne. Ja, den anderen Truthähne hat Andi umgebracht. Oh Mann. So, und jetzt haut drauf mit Knochenmehl. Egal auf welchen. Nee. Vielleicht. Truthahn, verpiss dich. Was alles an Knochenmehl? Das war ein ganzes Deck Knochenmehl, was willst du eigentlich? Ja, es ist ein Mammutbaum, das braucht viel Knochenmehl. Ja, wir haben nur ein Stack gehabt. Wie? Ich brauch Knochenmehl! Aber nicht für den Mammutbaum. Das ist eine Katze. Ja. Hallo Kätzchen! Na du? Ey! Die hat Schiss vor dir. Nee. Hat sie nicht? Komm her. Egal. Da ist noch ein Kätzchen. Na du großes Kätzchen. Großes Kätzchen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube bei großen Kätzchen ist es ein bisschen gefährlich. Nee, sind sie nicht. Ich pirsch mich an. Und dann rau! Aua! Jetzt ist es sauer. Ich hab's erschrocken. Renn weg! Renn weg! Renn weg! Renn ins Haus! Lass den Tiger nehmen! Er bringt mich sowieso gerade um! Soll ich lieber nicht fragen, was ihr gerade treibt? Ich hätte den Tiger nicht erschrecken sollen. Dann bist du eben dran. Laura will draufgehen. Es war eine Kuh. Tiger sind halt echt gefährlich. Hey, hör auf damit. Ich hab gehofft, dass der Tiger da unten. So gefährlich sind die Tiger auch nicht. Guck mal da, du kannst zu dem gehen. Aua, und der schlägt dich. Gut, dass der Tiger zu doof ist, um hier hochzuklettern. Hallo, was du ich komisch finde. Du bist ein Tiger. Das ist kein Problem sein. Du kannst auch auf den Baum hochklettern, nur mal so, gell? Richtig. Und du bist eine der wenigen Katzen, die freiwillig schwimmen geht. Das finde ich so genial am Tiger. Dass die baden? Ja, und zwar freiwillig. Ja, ist doch schön. Das sind die einzigen Katzen, die es tun, soviel ich weiß. Ja, auch bei ganz normalen Hauskatzen gibt es ja Ausnahmen, das weißt du. Ja, Ausnahmen, aber beim Tiger sind es keine Ausnahmen, beim Tiger ist es normal. Ja, ich weiß. Oh, Pat. Was soll ich als nächstes noch? Meine Angst. Schatzi? Ja. Magst du dich mal um Tiere kümmern, dass wir Tiere haben? Nee, das darfst du machen. Ich baue jetzt gleich die Schmelze. Ich kümmere mich doch schon um die vegetarischen Genossenschaften. Ja, aber ich kümmere mich jetzt gleich um die Schmelze. Also dann habe ich ja Zeit für deine Tiere. Weißt du, was ich mich frage? Was? Veganer dürfen ja keine tierischen, also essen ja keine tierischen Produkte, ne? Ja. Yep.
Dürfen die denn Menschenfleisch essen? An sich gesehen ist es kein tierisches Produkt. Ich hätte mir schon denken können. Einem Menschen, der tierische Produkte eingenommen hat. Nee. Lass die mal richtig Hunger haben und auf einer einsamen Insel stranden, dann essen die schnell wieder Tiere, kann schon rausgehen. Oh, du hakst so bei mir ab. Wie gesagt, einfach mal auf einer einsamen Insel stranden lassen, mal schauen, wie schnell sie da wieder Tiere essen. Ja, das muss nicht.